Mit dem Ausbau der Stadtstraße 2183 nördlich von Bindlach wird auch der höhengleiche Bahnübergang beseitigt. Das im Hintergrund bereits fertiggestellte Brückenbauwerk ist auf Ortbetonpfählen gegründet. Hier werden die Lasten in den ca. 12 Meter tieferen Buntsandstein abgeleitet. Die an das Bauwerk anschließenden Dämme sollten ursprünglich über das Konsolidierungsverfahren hergestellt werden. Aufgrund der Problematik des Wasserschutzgebietes hier vor Ort musste dieses Gründungsverfahren jedoch geändert werden. Für das Baugrund- und Gründungsgutachten wurde die Technische Universität München beauftragt. Zunächst wurden ergänzende Baugrunduntersuchungen durchgeführt. Anschließend hat die Technische Universität München ca. 20 Gründungsverfahren untersucht. Das Verfahren mit dem geringsten Eingriff in das Wasserschutzgebiet war eine Gründung des Dammes über Fertigbeton-Rammpfähle mit einem Geogitter bewährten Gründungspolster. Hierbei werden die Lasten aus dem Damm über das Geogitter in die Fertigbeton-Rammpfähle übertragen und in den Buntsandstein abgeleitet. Hierdurch ist ein Versinken bzw. Setzung des Dammes unmöglich.